Manchmal tauchen neue Künstler einfach aus dem Nichts auf. Und egal was du sagst, manchmal ist es am Ende auch einfach eine Industry Plant. Man genießt dadurch im besten Fall einen ganz kurzen Hype, aber ein paar Jahre später fragt man sich, was machen diese Industry Plants eigentlich heute so? Hi! Ich bin Tefinity und ich mache Videodocumentaries über Themen im Hip-Hop-Kosmos. Falls ihr noch kein Sub seid, holt das auf jeden Fall nach, ist komplett free und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Rapper Rolando Gomez aka Icy Narco poppte auf in 2018 mit Singles wie Link, you know my name, they sing, my name sing, my name sing, oder Ronnie J Killed This. Er erreichte etwas an Aufmerksamkeit durch seinen Remix zu 21 Savage's Bank Account. Und irgendwann schnappte sich das Label von Trippie Redd 10K Projects diesen Jungen und vermarktete ihn. Instagram-Promo hier, Twitter-Promo da, doch das hielt leider nicht ganz so lange an wie erhofft, denn kurz nach dem ganzen Hype wurde es ganz, ganz still um ihn. Ein Jahr später, in 2019, droppte er sein erstes Studioalbum Winter Can Be Murder. Doch es floppte hart. Während Leute ihn immer wieder als eine Mischung zwischen XXXTentacion und Lil Pump bezeichneten, schien ihn das nie zu stören. Doch kurz darauf wieder einmal Funkstille. Vor 2 Jahren tauchte ein Instagram-Post auf von einer Newsseite, welcher nach außen trug, dass Icy Narco ein Kind mit einem Instagram-Model haben sollte. Auf diesem Post gab es sogar einen Kommentar von der Mutter selber, welcher bestätigte, dass dieses Kind von ihm sei, er aber ein schlechter Vater sei und sie und das Kind ihn kurze Zeit später verlassen haben soll. Unter anderem sagte sie auch, dass er Leuten Geld schulden würde, weswegen es besser wäre, die Caption zu ändern. Das war also der Grund für die lange Abwesenheit, aber diesen April wurde jedoch der Instagram-Account von Icy Narco wiederbelebt durch ein Snippet. Yeah. Ich sei ehrlich, hatet mich jetzt nicht. Also ich find's ist eigentlich low-key ein Banger. Dieses Snippet alleine ist schon hart. Aber die Beschreibung ist halt giga cringe, weil er sagt halt einfach, dass er lyrisch und kreativmäßig besser als 99,9% aller Künstler in der Industrie ist. Es ist halt einfach gelogen, sag ich mal. Es sagt auf jeden Fall sein neues Management. Deswegen, ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ob das am Ende aber stimmt und sich das die Leute in 2024 auch noch anhören werden, das wissen wir nicht. Erinnert ihr euch noch an Jumex? Das ist dieser Guy mit den grünen Haaren, welcher damals in 2019 überall war. Benannt nach einem mexikanischen Fruchtsaft, machte seine Single Loner damals schon einiges an Neues. In meinem letzten Video über Industry Plants sprach ich schon mal über diesen Typen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass dieser Typ noch mehr Dreck am Stecken hat, als wir dachten. Das Video von dem YouTuber Progress ist ein sehr guter Anhaltspunkt dafür, warum dieser Typ problematisch ist. Aber abseits davon hatte er einen erfolgreichen Kickstart, welcher ihm ermöglichte, die ersten paar tausend Fans zu attracten. Dennoch sieht es, wie bei fast jeder Industry Plant, nach all den Jahren nicht mehr ganz so rosig aus. Statt komplett zu verschwinden, postete Jumex seit seiner Debüt-EP tatsächlich unregelmäßig immer noch Songs. Dass diese halt keinen wirklichen Bass machen und mit dem Hype von Loner nicht wirklich mithalten konnten, war jedem klar. In 2021 fragte ein Reddit-User, was denn mit Jumex sei und warum er nichts mehr posten würde. Anscheinend soll er auf seinem anderen Account namens Goodnight Mark aktiver sein und dank seinem Profilbild ist das nicht mal irgendwas zum Anzweifeln. Das ist halt einfach Jumex. Naja, mittlerweile postet er auf seinem Main auch wieder und hat eine aktive, wenn dennoch auch nur kleine Fanbase. Letztens entdeckte ich diesen Typen selber wieder, als ich ein Video von Jan Meyer, einem ehemaligen Mitglied von dem Comedy-Trio Ape Prime, auf YouTube sah. Jan kam in Kontakt mit Jumex, welcher sein Vocal-Preset ausprobieren sollte. Und da wurde mir klar, hey,
diesen Typ kenne ich doch irgendwoher. Und da sind wir im Demo-Projekt. So könnte zum Beispiel eine Session bei euch zu Hause aussehen mit dem High-End-Recording-Template. Wir haben hier den Song Anxiety von Jumax. Ich weiß nicht, ob ihr Jumax kennt. Ich habe ihn damals kennengelernt mit seinem Track Loner. Der ging vor ein paar Jahren absolut viral. Super talentierter Feierkünstler. Hier sein Spotify, vielleicht kommt es euch bekannt vor, von vor ein paar Jahren. Und ich habe die Ehre, mit ihm zusammen zu arbeiten an ein paar zukünftigen Songs. Ich habe ihm das High-End-Recording-Template gezeigt und gezeigt, was man damit machen kann. Und seitdem sind wir permanent in Kontakt. Er sagt, mix noch mehr Songs für mich, bearbeite noch mehr Vocals für mich. Natürlich eine super Ehre für mich. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie zum Beispiel dieses Projekt hier ist, wie gesagt, nicht gemastert. Aber das ist jetzt eine gemixte Version, wie sich das Ganze anhört. Wenn ein Label eine Industry Plant erschafft, dann gibt es meistens auch ein Gimmick, welches die Leute catchen soll. In dem Falle von Nestle war es die Sache mit seinem Autotune-Arm. Das Label vermarktete Nestle damals als den ersten Rapper, welcher ein Autotune-Implantat bekommen hatte, aber die Leute riechen auch damals schon die Lunte. All real time. You see, I'm talking with it, bro. I'm the first one with this shit, man. Oh, that shit's crazy as fuck, man. Crazy. Das Interessante an diesem Case ist aber nicht Nelly selber, sondern das Vorgehen. Nelly wurde in 2017 von Universal gesigned und hatte auch vor seiner Zeit bei Universal viel Musik gedroppt, da er tatsächlich seit 2007 schon Musik machte. OG Colorways, every step I take. Keep it OG, every breath I take. In vielen Fällen zwingen Labels die Künstler, ihre alte Musik zu löschen, da das Profil und die Diskografie so flawless wie möglich aussehen sollte. Dennoch hatte er auch vor seinem Auftritt als Gimmick-Opfer Songs mit namhaften Features wie Joji. Bei all dem Erfolg und dem Promo ist auch das Momentum von Nestle nach all den Jahren verschwunden. In den letzten Jahren kamen immer mal wieder Songs und eigentlich eher Features. Der Grund hierfür ist klar. Wenn ein Musiker mal nicht mehr so krass erfolgreich ist, dann sind Features einer der guten Einnahmequellen, welche dir nebenbei sehr nützlich sein können. Deswegen zum Beispiel machen so Leute wie Smoke Purp auch so viele Features. Es wird immer Leute geben, die Features von Leuten haben wollen, die mal ein gewisses Momentum hatten. Dadurch verdienen sie manchmal mehr, als wenn sie eigene Songs droppen würden, welche dann eventuell floppen würden. Heutzutage besitzt Nelly eine decent Fanbase und hat auch die ein oder anderen Connections zu der Industrie. Von Anfang an hätte man dieses Low-Budget-Gimmick weglassen können und damit überzeugen können, dass Nestle tatsächlich ein Artist ist, der vielleicht den ein oder anderen Trick drauf hat. Ach ja. Ian Dior, ein gutes Beispiel für Industry Plans, welche eigentlich ganz okay sind. Vermutlich ist es an dieser Stelle echt überflüssig zu erklären, wer Ian überhaupt ist, aber ich tue es dennoch. Damals in 2019 änderte er seinen Namen von Olmo zu Ian Dior und lud auf Soundcloud seine Songs hoch. Als dann auch Songs wie Emotions ungewöhnlich hohe Klickzahlen verbuchen konnten, wurden Nick Mirror und Tess Taylor von Internet Money auf Ian aufmerksam. She said I drove her. Doch im gleichen Jahr signte der junge Mann seinen Vertrag beim Label 10K Project. Dadurch öffneten sich viele Türen für ihn und er bekam Features von Künstlern wie P&B Rock, und Trippie Redd. Ohne Gimmicks und Schwachsinn konnte sich Ian Dior in kurzer Zeit durch sein Emo-Pop-Genre tatsächlich eine vielversprechende Fanbase aufbauen. Im November 2019 releaste Ian dann sein Debütalbum mit dem Namen Industry Plant, welches tatsächlich auf Platz 44 der Billboard 200 landete. Den wirklich krassen Durchbruch erreichte Ian zusammen mit 24K Golden mit dem Track Mood, welcher wirklich überall war.
Innerhalb von Wochen entwickelte sich der Song zu einem der größten Songs der Welt und er erreichte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, UK und den Vereinigten Staaten die Spitze der Charts. Aber auch Chartbreaking-Erfolge wie dieser haben ein Ende und das Momentum vergeht. In diesem Fall schmerzt es Ian aber nicht wirklich. Genau wie vor dem größten Hit seinerseits hat er im Nachhinein eine genauso treue Fanbase, welche ihn konstant verfolgt. In 2024 hat er 13 Millionen monatliche Hörer auf der Plattform Spotify und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Man könnte argumentieren, dass hier sehr viele Hörer den Song Mut hören, der anscheinend viel mehr Replay-Value hat, als wir gedacht haben, aber die Klicks seiner neuen Songs auf YouTube zeigen, dass Ian Dior in 2040 immer noch relevant ist. Und darum geht es ja schließlich. Ob Industry Plant oder nicht, das Wichtigste als Musiker ist, auf lange Zeit gesehen relevant zu bleiben. Habe einen Style, sei kein Mitläufer und beweise den Leuten, wie ernst du es meinst. Auch wenn dir die Industrie eine Möglichkeit gibt, liegt es am Ende nur an dir zu zeigen, dass du es wert bist. Denn egal wie viel Promo gemacht wird und egal wie viele Gimmicks verwendet werden, wenn deine Musik Trash ist, dann ändert auch ein Major-Label daran nichts.